Herzlich willkommen zu diesem Video über die Varianz und die Standardabweichung. Wir haben uns in den bisherigen Videos dieser Videoserie mit dem arithmetischen Mittel sehr ausgiebig befasst. Nun wollen wir uns die Varianz und die Standardabweichung genauer ansehen und in diesem Video wirst du sehen, wie wir die Varianz und die Standardabweichung darstellen können, was wir uns darunter überhaupt vorstellen können, und deshalb ist die Veranschaulichung in diesem Video im Vordergrund. Wir beginnen mit einem Beispiel, das wir schon im Video zuvor behandelt haben, wo wir uns das arithmetische Mittel veranschaulicht haben, und betrachten wieder diese fünf Türme. Wir erinnern uns, wir hatten fünf Türme mit unterschiedlicher Höhe vor uns und die Aufgabe war es, die Türme so untereinander, also die Holzwürfel der Türme so untereinander aufzuteilen, dass alle Türme gleich groß werden. Diese durchschnittliche Höhe haben wir uns mit dem arithmetischen Mittel berechnet und wir haben dann gesehen, dass sich das tatsächlich ausgeht. Ich kann von den größeren Türmen Holzwürfel wegnehmen und auf die kleineren Türme legen. Das war die Veranschaulichung zum arithmetischen Mittel. Jetzt interessieren uns die Turmhöhen eher weniger. Wir interessieren uns jetzt für diese Abweichungen. Was meine ich mit Abweichungen? Schauen wir uns zum Beispiel den ersten Turm an. Dieser Turm hat eine Höhe von 7 und wir wissen, die Durchschnittshöhe, die wir uns errechnet haben, ist 5. Das heißt, dieser Turm weicht um 2 Längeneinheiten oder um 2 Holzwürfel vom Durchschnittswert ab. Und nachdem keiner dieser 5 Türme genau die Höhe 5 hat, hat jeder dieser Türme eine bestimmte Abweichung. Der erste Turm hat zum Beispiel eine Abweichung von 2 Längeneinheiten. Wie bin ich auf diese 2 gekommen? Das ist ganz einfach. Hier haben wir eine allgemeine Formel. Wir haben xi, das ist die Länge eines beliebigen Werts oder eines beliebigen Turmes, minus x², also minus meinem arithmetischen Mittel. Die Länge meines ersten Turms war 7, davon ziehe ich den Durchschnittswert ab, der war 5 und so erhalte ich 2. Drücke kurz auf Pause und versuche selbst, die Abweichungen der anderen Türme zu berechnen. Gut, wenn du die anderen Abweichungen berechnet hast, solltest du auf folgende Werte kommen. Der zweite Turm hat eine Abweichung von minus 2. Ganz wichtig ist hier das Minus, weil die Abweichungen sind alle mit Vorzeichen behaftet. Das heißt, dem Turm 2 fehlen 2 Längeneinheiten zur Durchschnittslänge oder Durchschnittshöhe. Dasselbe mit Turm 3 haben wir auch eine negative Abweichung, minus 3. Der Turm 4 hat eine Abweichung von minus 1 und der Turm 5 hat eine Abweichung von 4. Das heißt, er ist 4 Einheiten über dem Durchschnittswert. Jetzt sind wir in der Statistik oft daran interessiert, den Durchschnitt dieser Abweichungen zu berechnen. Wir wollen wissen, was ist die durchschnittliche Abweichung in meiner Datenreihe zum Beispiel. Und dazu müssten wir uns jetzt das arithmetische Mittel dieser Abweichungen ausrechnen. Drücke wieder kurz auf Stopp und berechne das arithmetische Mittel dieser Abweichungen. Gut, du wirst wahrscheinlich erkannt haben, dass die Summe dieser Abweichungen 0 ist. Und das haben wir auch in den vorherigen Videos gesehen. Die Summe der Abweichungen vom Mittelwert ist immer 0, egal in welcher Datenreihe. Wie wir jetzt die durchschnittliche Abweichung uns berechnen können, das folgt im nächsten Video.